Der Rechtsanwalt Dominik Storr ist Aktivist und Sprecher der Infoseite saubererhimmel.de. Sein Gegner Chemtrails. So nennen er und seine Mitstreiter Flugzeugspuren am Himmel, die von uns naiven Zeitgenossen Kondensstreifen genannt werden. Dominik Storr glaubt, dass diese künstlichen Wolken nicht etwa Wasserdampf und Eiskristalle aus den Triebwerken der Flugzeuge sind, sondern vielmehr absichtlich in die Atmosphäre ausgebrachte Metallverbindungen. Mit Aluminium- und bariumhaltigen Chemikalien wurde so das Klima manipuliert und ein künstlicher Schutzschild gegen die zunehmende Sonneneinstrahlung erzeugt. Der Chemtrails-Glaube ist eine der aktuell erfolgreichsten Verschwörungstheorien im Netz. Und wie bei den meisten anderen Verschwörungstheorien sind auch hier bösartige Mächte am Werk. Ich denke halt, dass das ein großes Netzwerk ist mit vielen reichen, einflussreichen Syndikaten, die eben aus Familienstrukturen entsprungen sind, wie die De Beers zum Beispiel aus den Niederlanden oder die Rockefellers aus den USA. Und diese Syndikate haben unglaubliche Macht. Die haben vor allem auch das Kapital und haben eben den politischen Einfluss, um genau solche Maßnahmen ohne Zustimmung der Nation und ohne Zustimmung der Parlamente durchzuführen. Niemand, nicht mal Dominik Storr, weiß, wer genau da angeblich sprüht. Und genau das scheint ein Riesenvorteil bei der Verbreitung der Theorie von der Chemieverpestung der Luft zu sein. Denn so lassen sich die Chemtrails einfach in fast jedes individuelle Verschwörungsweltbild einpassen. Chemtrails sind so etwas wie die Universaltheorie, auf die sich fast die gesamte Verschwörungscommunity einigen kann. Da bildet auch der Reichsbürger Peter Frühwald aus Leipzig keine Ausnahme. Er ist der Meinung, dass die Bundesrepublik Deutschland kein unabhängiger Staat ist, sondern nur eine GmbH der Siegermächte, gegründet, um uns alle nach Strich und Faden auszunehmen. Und was machen die alliierten Besatzer mit unserem schönen Deutschland? Vollsprühen natürlich, für ein geheimes Militärprojekt. Also die ganzen Dinge können hier nur stattfinden, weil wir nicht souverän sind. Also Chemtrails beispielsweise werden gebraucht für ein amerikanisches Militärprojekt, für das HAARP-Projekt. Das Ganze basiert auf elektromagnetischen Feldern, auf der Basis, die der Forscher Tesla bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts erforscht hat. Und die Zusammenhänge sind natürlich völlig klar. Mit einem Bundestag und einer Bundesregierung, die so etwas zulässt, will Peter Frühwald nichts zu tun haben. Also hat er kurzerhand seine Staatsbürgerschaft gekündigt und sich unter Selbstverwaltung gestellt. Per Fax beim amerikanischen Botschafter in Berlin. Er ist jetzt Bürger des Deutschen Reichs. Zumindest ist er fest davon überzeugt. Ich zahle keine Rundfunkgebühren, ich zahle auch keine Steuern, ausgenommen die Umsatzsteuer im Moment, weil ich nicht mit jeder Dame bei Lidl oder Aldi diskutieren kann. Herr Schäuble hat sich leider bislang nicht gemeldet. Wir haben ihn schon zweimal angeschrieben. Er hat so gut wie nicht reagiert. Und seine Chefs, die hier in den Unterfirmen tätig sind, also beim Finanzamt Leipzig 1 und 2 hier, die sind in Deckung. Die wollen mit mir nicht reden. Außer von Chemtrails und von der Verschwörung der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs hat uns Peter Frühwald auch erzählt, dass wir alle mit Fluorid in Zahncremes vergiftet werden, dass AIDS eine Erfindung der Pharmaindustrie ist und dass Impfungen lediglich ein Werkzeug diverser Verschwörer sind auf ihrem Weg zur Weltherrschaft. Der Kulturwissenschaftler und Verschwörungsexperte Michael Butter wundert sich nicht über solcherlei Verschwörungseintöpfe. Verschwörungstheoretiker können eigentlich nie aufhören. Wenn man, glaube ich, einmal die Prämissen hinter dem verschwörungstheoretischen Denken akzeptiert hat, alles ist miteinander verbunden, nichts ist wie es scheint, nichts geschieht durch Zufall, dann glaubt man halt auch nicht nur eine Verschwörungstheorie, sondern dann glaubt man oft gleich mehrere und neigt dazu, die alle miteinander zu verbinden. Niemand hört es gern, Verschwörungstheoretiker genannt zu werden, auch Dominik Storr nicht. Aber natürlich hat auch er neben Chemtrails etliche andere Weltverschwörungen ausfindig gemacht. Und ganz am Ende, da ist er sich ganz sicher, da stehen Polsprung und Armageddon. Und wenn das soweit ist, dann kann er sich hinstellen und sagen, ich hab's ja schon immer gewusst. Ja, ich bin fürs Schlimmste, weil für mich ist das Schlimmste nicht schlimm, für diese schlimm. Weil die können dann ihre Flughäfen nicht mehr betreiben, ihre Satellitensysteme nicht mehr, ihre Wall Street und Las Vegas funktioniert auch nicht mehr. Also ich freue mich auf den Polsprung.
Wunderbar, lass mal kommen. Hier können wir nicht mehr stehen. Viele Verschwörungstheoretiker verhalten sich wie religiöse Fanatiker. Gegenmeinungen lassen sie ebenso wenig gelten wie wissenschaftliche Belege oder auch nur Plausibilität. Und so wie christliche Fundamentalisten auf das Armageddon warten, so läuft letztlich auch für die meisten Verschwörungstheoretiker alles auf eines hinaus: auf den Untergang.